Heute bei Back in Time. Load Error? Hallo und herzlich willkommen zu Back in Time. Hallo! So, wir haben ja beim letzten Mal uns nochmal intensiver mit der Dataset für den C64 beschäftigt und das lief ja eigentlich ganz gut. Richtig, wir haben direkt beim ersten Mal ein Spiel laden können und ich würde sagen, das probieren wir doch gleich nochmal. Und zwar, nehmen wir die Abkürzung? Genau. Und zwar Shift Run Stop. Richtig, genau. Und spart man sich den Load-Befehl. Play. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, es dauert noch einen Moment. Das sah schon mal besser aus. Und ja. Fertig. Genau. Hier ist es sogar noch besonders schlimm, weil eigentlich hätte ich jetzt hier einen Load-Error erwartet. Genau, aber er hat irgendwie Load-Error und hat dann versucht zu starten, ist dann komplett abgestürzt. Also jedenfalls hat nicht funktioniert. Genau. Ja, so, was kann es denn jetzt für Gründe geben, warum das nicht funktioniert? Also heutzutage, man lädt eine Datei von Diskette oder von Festplatte oder keine Ahnung und das geht halt normalerweise. Genau. Das ist ja ganz primitive Technologie, wer hat es schon gesagt. Genau. Woran kann es denn hängen, wenn das nicht funktioniert? Genau, dadurch, dass es halt einfach ein Bandlaufwerk ist, mit vielen mechanischen Teilen, ist auch der Schreiblesekopf an einer Stelle aufgehängt. Das bewegt sich halt einfach mit der Zeit unter Umständen. Hm. Ja? Sei es durch irgendwelche Gründe. Und das kann dazu führen, dass der praktisch die Spur, die auf das Magnetband aufgezeichnet wurde, einfach an der Stelle, wo er jetzt versucht zu lesen, nicht mehr findet. Genau, also der speichert eben nicht über die gesamte Breite gleichmäßig das Signal, genau, sondern halt an einer bestimmten Stelle. Und wenn er nicht an genau der Stelle auch sucht, dann funktioniert es nicht. Richtig. Genau, das ist die eine Variante. Und das führt üblicherweise zu genau solchen Symptomen. Da schauen wir gleich, was man machen kann. Was gibt es noch für Fälle, in denen der Ladevorgang schiefgehen kann? Ja, durch Erschütterung natürlich. Dadurch, dass es halt praktisch durch diese Erschütterung das Signal auch nicht mehr richtig gelesen werden kann, wenn das dann hier abweicht. Das kann vorkommen durch Störsignale. Davon haben wir ganz viele, insbesondere magnetische Störsignale. Besonders schön alte Röhrenmonitore mit Lautsprecher direkt daneben stehend. Genau. Das kann die Signalübertragung stören. Genau, das war so der Klassiker, bei dem ich mich dann auch immer geärgert habe, dass das Kabel vom Bandlaufwerk so kurz war, dass man es eigentlich gerade so noch weit genug weglegen konnte, um vernünftig laden zu können und dann bloß nicht mehr anfassen wegen der Erschütterung. Ja, und dann kann es natürlich noch sein, dass das Band einfach kaputt ist. Also, dass entweder irgendwie Magnetfeld zu nah ans Band gekommen ist und hat es entmagnetisiert an einer bestimmten Stelle. Oder so ein Band verliert ja auch im Laufe der Zeit die Ladung. Also, wenn man das lange genug liegen lässt, wenn ihr noch Audiokassetten habt, und ihr habt noch so eine Kassette aus den 80ern oder so, hört euch die mal an und dann hört euch mal an, wie das Stück irgendwie auf einem MP3 oder sowas oder bei Spotify sich anhört. Da fehlen inzwischen ganz viele Höhen. Und es ist so, also Band hat sowieso nicht die beste Qualität, aber sagen wir mal, so schlecht wie die Qualität von alten Bändern heute ist, war die damals nicht. Also die lässt einfach nach und es gehen immer mehr Informationen verloren. Genau, und dadurch kommen eigentlich die tiefen Töne, jetzt bei analogen Signalen, die sind dann natürlich noch besser zu hören, weil die halt einfach... Besser. Ja, okay, Bass. Wortspiel. Ja. Also auf jeden Fall deutlich, weil sie einfach praktisch... Ja, mehr weniger Informationen. Wellenlänge ist länger. Ja. Genau. Und das ist dann tatsächlich dann noch besser zu hören. Und was im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass wenn die wirklich über ganz, ganz lange Zeit auch aufeinander liegen, das ist ja aufgespult, ja,
kann es sogar im schlimmsten Fall sein, so bei ganz alten Kassetten hatte ich das manchmal gehabt, dass es nicht nur dumpf klang, sondern auch teilweise Musik rückwärts zu hören war. Ja, dass du die Vorderseite auf der Rückseite hörst und sowas. Ja, einfach weil das so aufgespult war und die sich dann gegenseitig magnetisieren. Ja. Ja. Also solche Sachen habt ihr dann auch schon gehabt. Das sind so Probleme, die kennt man heute gar nicht mehr. Ja, richtig, genau. Und das passiert natürlich auch mit Digitalsignalen irgendwann mal, ja. Und man hat da zwar schon was eingebaut, dass die Signale wieder verbessert werden, ja, aber es kann halt irgendwann mal, ist dann so ein Schwellwert erreicht und dann kann das einfach nicht mehr als digitales Signal erkannt werden. Ja, und also der C64, er lädt ja relativ langsam von Band. Also es gibt so Schnelllader und sowas und im Vergleich zum Atari 800 ist das ja alles blitzschnell hier. Aber er lädt unter anderem auch deswegen so langsam. Die Commodore-Ingenieure waren sich ja bewusst, dass das fehleranfällig ist und haben eine Fehlerkorrektur eingebaut. Und zwar zum einen wird jedes Programm zweimal gespeichert. Und auch zweimal geladen und deswegen, und dann vergleicht er die beiden Kopien und wenn die nicht identisch sind, dann sagt er Error, da ging irgendwas schief, Load-Error. Genau. Ja, also das ist dann, wenn so ein Load-Error auftreten kann. Ich glaube, bei Daten wird noch eine Checksumme mit abgespeichert und Programme werden wirklich einfach zweimal abgespeichert. Sicher ist sicher. So. Was machen wir denn jetzt mit dem Band? Also er hat offensichtlich, also wir haben ja jetzt hier kein Magnetfeld dran, wir haben nicht gerüttelt. Das heißt, beim letzten Mal hat das Band ja noch funktioniert. Also genau. Da muss wohl irgendwas mit dem Kopf nicht in Ordnung sein. Dann gibt es dafür eine Möglichkeit, den einzustellen, also die Lage fein einzustellen. Vielleicht kennt ihr noch vom VHS-Recorder, gab es zum Teil auch so Track Adjust, wo man den elektronisch den Kopf etwas hin und her bewegen konnte. Das gibt es auch hier, aber nicht elektrisch, sondern überall. Da ist ein kleines Löchlein hier unten und darunter ist eine Schraube und damit kann man es richtig einstellen. So, das heißt, wir müssen jetzt einfach nur den Kopf richtig einstellen. Ja. Frage ist, woher wissen wir, wo richtig ist? Genau. Dafür gibt es ein Programm, welches das dann auch anzeigt. Genau, da gibt es Hilfsprogramme dafür. Genau. Und wir nehmen jetzt eins, das war, glaube ich, mal auf dem Magazin Input 64 drauf. Genau, das ist der Klassiker. Da gibt es wohl mittlerweile auch neuere Programme. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den Klassiker dafür. Genau. Und zwar eins, was relativ gut funktioniert und was einen auch gut dabei unterstützt. Genau. So, wir machen Run. Genau, Rekorderjustage von H. Diebeck, Heinz Heise Verlag, Import 64. Heise Verlag, die übrigens auch die CT rausbringen, haben damals ein C64 Disketten- und Kassettenmagazin rausgebracht. So, wir müssen jetzt Band einlegen und starten und die Schraube drehen. Und dazu nehme ich diesen wahnsinnigen Schraubenzieher, sein Kreuzschlitz. Kleiner Kreuzschlitz muss da reinpassen. Und das größte Problem wird jetzt gleich sein, dass ich die Schraube treffe. Aber jetzt machen wir erstmal Play. Und dann werden wir auf dem Bildschirm hoffentlich gleich was sehen. Genau. Da wird gleich wird dann eine Grafik erscheinen. Genau. So, und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich gar nicht so sehr, ja. Ach doch, jetzt. Da ist jetzt Krissel. So, und jetzt muss ich gucken, ob ich die Schraube treffe. Genau. So, und jetzt sehen wir, wenn ich drehe, dass sich was verändert. Und ich muss es jetzt so hinbekommen, dass da möglichst gerade Linien daraus werden. Genau. Genau, das mit den zwei Linien, das kenne ich dann auch so. Genau, ich drehe und drehe im Uhrzeigersinn. Das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Das nicht mehr jetzt so. Kommen drei. Das sieht okay aus, oder? Ja, könnten wir es mal versuchen. Ja. Genau. So, das heißt, Programm verlassen, Neustart. Aus- und einschalten, ja. Zurückspulen. Und dann gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert.
Und ein erster Hinweis ist, wenn wir wieder dieses Programm Anfangsmarke sehen, dass er sagt, Found Hexenküche, Dann was sieht's ja eben schon eigentlich nicht gekommen ist, genau. dann sieht es schon mal relativ gut aus. Richtig, ja. So einen Moment Geduld haben. Ah, Found Hexenküche. Richtig. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Das heißt, da müssten gleich die bunten Balken kommen. Genau, Dennis hat jetzt noch die Wartezeit verkürzt, indem er die Commodore-Taste gedrückt hat, nach dem Genau. Found, ja. Und wir sehen, also jetzt ist es wieder richtig eingestellt und das müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Genau, So, also die also. Streifen hier zeigen im Übrigen den Datenfluss an. Das heißt, hier kann man es dann auch sehen. Es wird alles Dass schön, etwas das, was passiert. übertragen wird, ja. Genau. So. Also ein kleiner Schraubenzieher, ein kleiner Kreuzschnittschraubenzieher, ein ganz wichtiges Utensil. Wenn er einfach nur so da steht, dann passiert da nicht so viel. Aber bei einem Transport kann das gerne passieren, dass es mal dejustiert ist. Das heißt, wenn Genau. ihr ein altes Tape habt und funktioniert nicht mehr so richtig, dann zückt mal den Schraubenzieher und guckt mal, ob man damit vielleicht noch was retten kann. Genau. So, so viel zum Thema Problem, die man beim Laden haben könnte. Und apropos Schraubenzieher, was jetzt noch fehlt ist, oh, das hat er nicht so gemocht. Ja, das kann Gut, es natürlich trotzdem dann passieren, funktioniert ja. nicht bei jedem Mal. Ja. So, was wir jetzt beim nächsten Mal noch machen, wir schrauben mal auf und wir schauen mal uns an, wie das denn so innen aussieht und wie das denn eigentlich so genau funktioniert. Bis dahin, macht's gut. Ad Astra. Ciao.